und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gefangen in Steinbergen hier in mein Eckohof. Ja, also ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Dachte mir so, baust du mal eben für deine Zuschauer, das sind ja die besten Zuschauer der Welt, mal eben so ein Lager, ne, offscreen, dann freuen die sich, dass sie sich diese langweilige Sache nicht angucken müssen und ja. Hatte ich mir anders vorgestellt. Gut, wir müssen mal kurz zur Ölpumpe und dann zeige ich euch, was ich gebaut habe und dann bauen wir das mal weiter und nehmen vielleicht schon heute die Flotation Cell in Betrieb. Das wäre schön. Geh weg, Wolfgang. Ach guck, aber die Rehe und Hirsche setzen sich auch durch. Und fliegende Hasen. Mhm. So, noch laufen die Ölpumpen. Ich habe so das ungute... die ungute Vorahnung, dass ich hier okay, Modul ist drin. Fässer haben wir auch noch. Dann würde ich sagen, wir stellen noch mal her noch mal wieder 14 Kunststoffe. So. Dann läuft das weiter und gibt die Fässer zurück. Ja, und dann zeige ich euch mal, was ich da Schönes gebaut habe im Keller und so weiter. Oh, ein fliegender Krebs. Mhm. Sind übrigens mittlerweile dann die Schaufel und die... die Schaufel und die Spitzhacke sind übrigens mittlerweile dann durch. So, das heißt, da müssten wir dann auch nochmal. Oder musste ich dann auch nochmal und habe ich das direkt aus Fiberglas gebaut. Ja, nicht schön, aber wir werden das ja wieder abbauen hier. Ja, aber wenn ihr gleich seht, was ich da gebastelt habe. Ah, wir hätten vielleicht was essen sollen. Blöd. Jetzt könnte ich... Ich habe schon ein paar Rohre gebaut, aber wir müssen noch mehr bauen. So. Da sind wir in der guten Stube. Und ja, was soll ich sagen? So groß ist dieser Raum. Ich habe ja auch schon mal angefangen, die Wasserrohre nach unten zu legen, aber da werde ich jetzt jede Menge mehr noch brauchen. Und ganz unten dann... ups. Da steht er. Unser Flotation Device im Keller, damit wir hier keinen Unrat verursachen. Ich hoffe nur, dass wir nicht auch die Rohre nach oben noch legen müssen. Also er zeigt zwar ein Abflussrohr ran, aber es ist so, ich hoffe, es ist so wie bei den Ölpipelines. Die haben ja momentan noch keine Bewandtnis, also die Ein- und Abflussrohre. Würde ich zumindest begrüßen. Habe ich noch was zu trinken? Nee, scheiße. Ach, hier habe ich noch was zu trinken. Moment, ich muss mal gerade schon trinken. So. Dann habe ich hier unterwegs habe ich Lampen reingebaut. Die Lampen, die bewirken halt nicht nur, dass es erstmal wunderschön hell ist hier, wenn wir mit dem Aufzug runterfahren, während im Hintergrund Nickelback-Musik läuft. Dass es im Aufzugsschacht auch ein bisschen hell ist. Sondern die übertragen auch den Strom nach unten. Das ist, glaube ich, die billigste Lösung. Ich meine, die Strommasten kosten Stahl und Kupfer und das ist ja das... Ich finde sowas lustig, das ist so ein Podest, ne, wo man richtig hochläuft. Ich hoffe, das Lager funktioniert auch so. Wenn das nicht so funktioniert, dann ziehen wir eine Zwischendecke ein und bauen mehrere weitere kleine Lager noch ein. Hier geben wir nicht auf. So, dann legen wir mal wieder ein bisschen Stahl rüber, beziehungsweise ich wollte mit euch gemeinsam hier das Lager einweihen. Pass auf. Und zwar brauchen wir hier ja... Huch. Wir brauchen weiteren Stahl. Nee, weiteres Eisen. Da komme ich von hier gar nicht dran. Hä, hey, das war auch komisch. Wird da offenbar der Standort des Spielers genommen? Das verwirrt mich jetzt aber schon.
Ist das so? Nee, ist nicht so. Okay. Achso, das Feld habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, ne? Habt ihr da wahrscheinlich im Augenwinkel, habt ihr schon einen Kontrollblick gemacht und gesehen, ja, da hat sich was getan. So gut, dann versuche ich es mal von hier oben. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal Stahl in dem Lager. Ich hoffe, dass auch der Amboss da dran kommt. Hä? Gut, die Logik entzieht sich mir noch. Eisen brauchen wir. Also packen wir mal ins große Lager rein. Haben wir noch mehr Eisen? Nee, ich hatte sehr viel Eisen noch zu Stahl umgewandelt. Wo ist denn das ganze Eisen? Ach so, ja, in die Rohre, die ich schon gebaut habe. Ich bin auch wieder schlau. Ich habe nur das Modul rausgenommen. Habe ich das in der Tasche? Weil ich an den anderen Maschinen hatte ich ja auch noch ein bisschen rumprobiert. Oder habe ich das hier drin gelassen? Ich habe es noch drin gelassen. Okay, dann bauen wir noch ein paar Eisenrohre. Und dazu müssen wir natürlich jetzt hier erstmal den Lagerplatz freigeben. Jetzt gucken wir mal, wie riesig dieses Lager ist. Und jetzt taggt das hier zu 32. Im normalen Lager stackt das genau 20. Uff. Einfach nur uff. Okay, also Zugriff geben und da würde ich sagen, das ist dann auch das Hauptlager, wo die Sachen, die ja craftet, dann ankommen dürfen. Und der Breaking Point bei Eisen ist 22. Wir werden aber mehr Rohre brauchen, ne? Brauchen wir die noch für was anderes? Dampftraktor. Iron Piston, da werden wir eventuell auch noch welche von brauchen. Ich sehe schon, am Ende haben wir nicht genug. Haben wir nicht genug Eisen und müssen vorher nochmal mit der anderen Maschine was schmelzen. Ah nee, wir haben glaube ich unten noch Eisen. Warte mal. Oder hatten wir hier oben noch Eisen? Irgendwo haben wir noch Eisen. Übrig. Achso, hier werde ich das kaum finden, weil die erst durcheinander ist. Crush Granit. Slag. Crushed Iron Ore. Also das müssten wir noch bearbeiten. Gut. Hier gehen wir eben kurz ein Häppchen essen. Bevor wir hier vom Fleisch fallen. Ja, und wenn wir dann soweit sind, dass wir das in Betrieb nehmen. Ist eigentlich praktisch, wir brauchen nicht jagen, aber andererseits. Hm. Wenn wir dann soweit sind, dass wir es in Betrieb nehmen können. Dürften sich auch die ein oder anderen Probleme dann beheben, weil wir ja deutlich mehr Material da rausbekommen. Das ist echt, 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 echt gut. Da freue ich mich schon drauf. Und dafür hat sich diese ganze Mühe auch wieder gelohnt. Ach, guck mal, das ist eine Birke gewachsen. Jo, Salate. 1, 2, 3, 4. Müssten wir schon wieder neu machen. Und dann wollte ich gucken, dass wir hier noch Glas herstellen. Ich weiß nur nicht, ob wir hier noch Sand haben. Und das Kupfer können wir dann auch demnächst wieder mitnehmen. Aber ein ganz bisschen Sand haben wir noch. Aber wäre kein Upgrade. Ich glaube, das ist oben im Ofen, ne? Gut, weil wenn wir die ganze Zeit das Plastik herstellen, um daraus dann das Hybridzeug zu machen, habe ich wieder jede Menge verbraucht. So, das können wir auch mal hier reinschmeißen. Es ist ein hoffnungsloses Durcheinander bei mir, ne? Ich weiß. Ich weiß doch nicht, wie ich das jemals wieder beheben soll, ehrlich gesagt.
to be frankly honest. So, das muss in Lagerplatz 2. Weil sonst kommt der nicht da dran. Okay. Und dann packen wir das hier rein. Und stellen mal ein bisschen Glas hier. Ein bisschen trifft es in dem Fall, glaube ich, ganz gut. Also gegenüber diesen Riesenbergen, die ich sonst da mitgebracht habe, ist das natürlich nichts, ne? Gut. Aber ich habe die ungute Befürchtung, dass wir dann doch nochmal mit dem alten System ganz bisschen Eisen schmelzen müssen. Was mir dann aber auch die Gelegenheit gäbe, euch nochmal die neue Eisenmine zu zeigen, also die umgebaute. Warte mal, können wir... Und dann packen wir die Erde oben ins Lager, weil ich will jetzt nicht mit einem vollen Erde-LKW dann zur Eisenmine fahren, beziehungsweise... die Erde in die ganze Zeit hin und her kutschieren und nicht mehr Eisen mitnehmen können. Ich glaube, ich habe euch die umgebaute Eisenmine noch gar nicht gezeigt, wo ich jetzt noch immer das ganze Zeug rausgeholt habe. Ist hier noch Platz? So. Dann bauen wir mal weiter. Er sieht schon imposant aus, ne? Und 10 Rohre können wir immer jeweils mitnehmen. Gucken, wie weit wir da kommen. So. Habe ich mich auch überall nochmal durchgefräst. Ah, es wird eng. Es wird eng mit unseren Vorräten. Seid ihr direkt bei der Frustration auch mal dabei, dass ich jetzt nochmal mit dem alten System die Sachen da umwandeln muss? Das passt mir ja überhaupt nicht. Na gut, wir haben unten bei der wir haben, glaube ich, bei der Kohlemine, bei der Ölpumpe haben wir ja auch nochmal ein paar Rohre, aber es haben auch noch 3 Stück, ne? Ach, und die Sachen sind alle so teuer, obwohl wir die Module haben. Was eigentlich dafür spricht, dass wir langsam aber sicher mal diesen Carpentry-Bereich angehen sollten, wo wir dann die Module dann auch verbessern können. Ja, wenn ihr euch fragt, wovon redet der, welche Berechnung und so weiter, habe ich in einer der letzten Folgen... habe ich euch mal mein Sheet gezeigt, mit dem ich immer mein Sheet ausrechne. Ich lese Wortspiel wegen Sheet und Sheet. So, das war nicht so geschickt. Hoffentlich können wir hier unten ja schon mal anschließen. Der muss dann hier, glaube ich, durch, ne? Genau. So. Na, sehr schön. Ist aber nur für diese kleine Ecke, haben wir schon wieder fast alle Rohre verbraucht. Uff. Ui, 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 ui. Ah, ja, ja. Gut, aber die Eisenmine nochmal. Da würde ich aber auch wirklich nur auf Spitz auf Knopf das machen. Also ich glaube, 1 der Rohre würde da nochmal reichen. Ah, ein paar können wir noch herstellen. Hier ist sogar Kupfer, wenn wir nochmal welche suchen sollten. Aber nicht, dass jetzt hier auch so ein Kupferbergwerk da entsteht. Und dann fahren wir mit der... Oh, das wäre auch irgendwie cool, ne? Du fährst mit dem Aufzug dann runter in so ein Bergwerk, was hier unter unserer Fabrik ist. Hm. Ich habe die Rohre übrigens nicht verbunden, weil das Wasser läuft aus dem Rohr dann raus.
Auch witzig. Huch. So. Ich glaube, die Wand hier, die verkleide ich noch. Ob das nicht passiert, was gerade passiert ist. Weil ich bin ja so dumm, dass es knallt. So, haben wir noch irgendwo zwischengelagertes Eisen? Das meiste habe ich wahrscheinlich schon verquast. Ja, und in Stahl umgewandelt habe ich auch viel. Nee. Aber ich glaube, das ist erstmal eine große Erlösung, dieses große Lager zu haben. A big relief. So, dann schauen wir mal. 7? Ich glaube nicht, dass das reicht. Gut, also zeige ich euch, wie es bisher so aussah. War das Eisen? War das Eisenerz, was wir noch übrig hatten, oder war es Kupfer? Jetzt bin ich auch schon ganz durcheinander. Weil dann sollten wir es zumindest das noch einschmelzen. Eisen. Wie viel kommen denn bei 10 Stück raus? Ich hole mal meine Excel-Tabelle. So, das ist crushed. Und soll in Konzentrat verursacht werden. Gebe ich in meine Tabelle ein 10 und dabei kommt raus Rockerbox Level 45 bei Eisen 2,9. Naja, kommen 6 Eisenbarren raus. Aber mit 6 Eisenbarren werden wir hier nicht... Wow. Mit 6 Eisenbarren werden wir nichts. Also, auf zur Eisenmine. Und die wird dir bestimmt auch gefallen. Brauchen wir ja länger nicht mehr. Übrigens auch die Wege unten zu unserer Bärenfarm ein bisschen verbreitert. Und diese Auffahrt, ne? So richtig schön finde ich die auch noch nicht. Es muss doch auch irgendwie noch anders gehen. Und da ist er. Ihr seht ja mal, wie viele Stunden ich in dieses Spiel schon gesteckt habe. 9 ganze Tage. Der Server ist ja nur an, wenn ich auch spiele. Anders ginge das ja auch gar nicht. Wenn ihr natürlich die Server habt, schon, ne? Nicht, dass jetzt jemand möglicherweise Mist verstanden hat. So, dann gucken wir mal. Hier hatten wir auch mittlerweile schon den Steinbestand ein bisschen abgebaut. Und dann fahren wir mal hier runter in die Zeche Hugo. Hallo Häschen! Genau, hier ist unsere Rampe, die... Nein, ich werde diesen Reim jetzt nicht machen. Und ja, ich bin Gott sei Dank schlank. So viel zu dem Thema. Ja, dann geht's hier runter mit der hier, ne, Leuchtfarben-Dings. Ja, und das hier ist unsere kleine, bescheidene Eisenmine. Die ist ein Nebenraum von der anderen Eisenmine. Die ist komplett auf der anderen Seite hier, ne? Ich glaube, wir könnten hier uns sogar durchbuddeln. Könnten, müssen wir nicht. Ja, Mensch, wie lange haben wir nicht mehr gemeinsam Eisen geholt hier? Du und ich. Das ist ja auch schon mal eine ganze Zeit her, ne? Weißt du noch, als du dich immer aufgeregt hast, wie ich dann am Erzählen war, ich mache hier extra so Wagen hin, damit ich hier so weit laufen muss und dann immer den Wagen einfach da hinten hab stehen lassen? Was willst du heute nie mehr machen, oder? Komm hier, damit du dich nicht ärgern musst, nehmen wir erstmal hier was weg. Ich habe gerade keinen zweiten Kart dabei.
Ja, und dann würde ich einfach jetzt so lange dann Eisen schmelzen, bis wir dann diesen Breaking Point erreicht haben. Und die Rohre dann verlegt. Und dann würde ich auch schon mal... Ja, ich weiß halt nicht. Wir müssen jetzt auch natürlich mit dem Eisen und Co. Sachen herstellen, die in diese neuen Tische gehen, wo wir dann auch diese neuen Materialien haben. Aber eines der größten Probleme ist ja auch, wir müssen ja auch skillen mit dem Ding. Das heißt, sehr viel von dem Eisen, was wir abbauen, geht auch ins Skillen rein. Und ich will mir nicht vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wenn wir jetzt dieses ganze Eisen in die Skillbücher reinschieben und das dann auch mit diesem uneffizienten System. Wir holen ja jetzt fast das Doppelte raus. Ich würde offscreen auch mal ein bisschen in aller Ruhe schauen, ob wir vielleicht... Also wie der Weg ist von... Für die nächsten Upgrades, sodass wir dann diese Flotation Cell... direkt noch besser bekommen. Übrigens, es gibt noch eine weitere Maschine, die ist dann nur für Eisen. Wo wir gerade von Eisen sprechen, ist die Screening Device. Habe ich in der Tabelle, glaube ich, auch gezeigt. Ich zeige dir nochmal kurz. Hier. Und da käme jetzt, also wenn wir jetzt so eine ganze LKW-Ladung Eisen haben, dann kommt hier aus der Stamp Mill kommen 44 raus. Und in der Flotation Cell Standard bei Eisen wären 17,6. Und wenn wir dann... Achso, das ist die Flotation Cell, ist etwas schlechter als die, okay. Und möglicherweise habe ich hier einen Rechenfehler drin, das muss ich mir nochmal angucken. Also ich glaube, da stimmt was nicht. Ach nee, hier, na, Flotation Cell, also das wäre 17,6. Da muss ich nochmal gucken, da ist möglicherweise ein Denkfehler drin. Aber jedenfalls, es gibt da noch zwei weitere Maschinen, wo wir dann nur Eisen machen. Und da kommen weniger Tailings raus, ist das der einzige Unterschied? Das können wir gleich mal eben gucken. Aber Tailings ist nicht das Problem. Wir haben ja ein dickes Endlager da unten hingebaut. Na, fängt fest. Das war auch sehr geschickt. So, wir gucken nochmal. Also, aus dem wird Crushed Iron Ore. Aus Crushed Iron Ore wird im Flotation Device... Also gut, Jaw Crusher könnte man machen, genau. Und daraus wird, und jetzt, wenn meine Rechnung richtig war, müsste dieses Rezept und der Sensor müssten identisch sein. Also hier, aus 5 Crushed Eisen wären 2 und hier werden aus 5 2. Genau, ihr seht, der Unterschied ist die Schlacke. Bei dem einen kommt Sondermüll raus, bei dem anderen wird es ganz sauber verarbeitet, sauber und rein. Ne? Das ist der Unterschied. Das heißt, also ich muss kein schlechtes Gewissen haben, viel besser geht sowieso nicht. Na, ist doch auch meine Auskunft. Warum braucht das so viel Platz? Irritiert mich gerade. Gut. Wo bauen wir weiter ab? Hier. Ja, und ihr seht, dass mein Ziel ist, dass wir mit der Straße, mit dem Weg hier, ungefähr dann demnächst auf der Höhe sind, wo die Eisenvorkommen sind. Dachte ich, und ich dachte, ich baue einfach weiter, und dann bin ich erstmal auf diese Mine hier gestoßen. So war das nämlich. Und ihr seht schon, ich habe natürlich, als wir den Sand gebraucht haben, hier erstmal jede Menge Sandstein auch rausgeholt. Ich habe das Eisen erstmal liegen lassen, weil ich dachte, ja, wir werden das vielleicht dann irgendwann weiterverarbeiten und so, müssen wir mal gucken. Und das wäre jetzt der Fall. So. Na. Das ist schon so ein bisschen blöd hier. So.
Das ist erstaunlich, ne, wie viel hier unten ist. Ich frage mich ja, ob dann mit dem neuen System, mit dem neuen Erz-Spawn-System, ob man da dann so noch mehr an einem Fleck hat oder eher weniger. Würde mich mal wundern nehmen. Weil da sollen das ja so eine Art große, große, riesengroße, zusammenhängende Chunks sein, ne? Wo spawnen. Dadurch soll es sich dann mehr gewertschätzt anfühlen, wenn man denn so ein Ding gefunden hat. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Was haben wir denn jetzt alles? Irgendwie ist es auch in diesem Patch, ne? Die Tonmischung total in die Hose gegangen, habe ich den Eindruck. So. 5000, perfekt. Und das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Gehen wir wieder in unsere Liste rein. Und sagen 250 ergibt 50. So, nach dem alten System, Rockerbox mit 45, 10, nee, Eisen, ne, 45. Machen wir mal hier, 14,5. Und würden wir das schon durch die neue Maschine schieben, wären wir hier bei mindestens 20. Das wäre also ein Drittel mehr, ne, von 44 auf 1, ja, knapp ein Drittel, ne. Und dann haben wir ja wahrscheinlich noch ein Modul, ich glaube, es ist Modern, und da haben wir ja, glaube ich, schon 25er zumindest, oder? Oder sogar schon 40er. Da kannst du dich aber mal richtig anschnallen hier. Dann würden aus dem LKW alleine 85 Eisenbarren rauskommen, ne? Ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich euch gerade EVE Online erklären. Ich weiß auch nicht, warum. Gut. Dann würde ich sagen, ich fahre zurück nach Hause, schmelze ein bisschen Eisen ein, lege die letzten Rohre. Oder möchtest du dabei sein? Ich weiß gar nicht. Also beim Inbetrieb nehmen möchtest du schon gerne dabei sein, ne? Dann würde ich sagen, ich bereite die Rohre vor und dann würde ich sagen, mache ich noch ein paar LKW-Fahrten, wo ich Sachen hin und her fahre. Zum Beispiel die Steine, die muss ich ja wieder zurückholen. Die könnten wir wahrscheinlich in das große Lager packen, denn ich glaube, lass uns das nochmal eben kurz nachgucken, damit du auch weißt, was ich mache, ne, ob das Sinn ergibt oder nicht. Okay, also viele Dinge, die ich mache, geben eh keinen Sinn, aber ne, du weißt, wie ich es meine. Und wir brauchen ja ohne Ende Eisen. Und wenn wir da jetzt nicht schon am Sparen wären. Aber dann sollten wir auch nochmal in das Update investieren. Gut, das wäre jetzt in dem Fall, wenn wir das jetzt mit der neuen Maschine machen, wäre das ein Unterschied von 64 zu 66 Barren. Weil das sind ja nur noch 5%, ne? Ja, das ist schon... Das ist schon knapp. Aber ich denke, dass wir auch für den neuen Upgrade-Tisch Materialien so viele brauchen werden, die wir noch gar nicht haben. Ich würde sagen, das gucken wir uns nochmal an. Und da kannst du auch ruhig schlafen gehen, weil du genau weißt, ah gut, ich verpasse nichts. So, trotzdem jetzt erst einmal die Rohre noch legen. Ich will hier wirklich keinen Cent Eisen zu viel jetzt ausgeben. Ich habe das so gelernt. Ich habe auch... von der Erziehung her, die ich genossen habe, gelernt. Also mir ist es völlig fremd, Sachen auf Pump zu machen zum Beispiel. Ich habe wirklich gelernt und es war egal, was bei uns zu Hause irgendwie mal angeschafft wurden. Man kauft sich Sachen, wenn man das Geld dafür hat. Also in Amerika würde ich, glaube ich, nicht überleben können. Weil, oh, das kann ja wirklich noch knapp werden in dieser Folge. Nee. Das reicht nicht. Ne, weil irgendwann... Und ich glaube, das ist gerade bei heute... Ich habe heute einen Fall in meiner Betreuung gehabt, wo jemand sich herausgestellt hat, dass jemand, der
fluktuierende Einnahmen hat, sich einfach mal gedacht hat, es ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich mir für über eine halbe Million ein Haus baue. Und da frage ich mich, und zwar auf Pump, ne, so mit der, ja, hier, was weiß ich, YouTube Money wird ja immer noch weiter steigen und so, easy, und im Moment habe ich da ja so viel und so. Also auf so eine Idee würde ich gar nicht kommen. Ich weiß gar nicht, also, das ist ja auch gefährlich, in dem Sinne, es ist ja auch ein unfassbarer Wertverlust und alles, also ich verstehe es einfach nicht. So, keine Rohre mehr da. Ich weiß ja, dass wir irgendwo anders noch Rohre liegen haben. Ja, drei noch. Gut. Dann würde ich mal rückwärts rechnen. Für ein Stack Eisenrohre nochmal hier. Der Breaking Point ist bei... 22. Also brauchen wir 23 Eisen. Im Hochofen. Das heißt, wir müssten ungefähr die Hälfte unserer jetzigen... Nee. Ich gucke in meine schlaue Liste hier. Eisen, 38. 23 brauchen wir. Also ein Drittel der Ladung müssten wir ungefähr einschmelzen. Oder erstmal crushen. Aber das Crushen können wir ja komplett machen, ne? Das werden wir so schnell nicht umstellen. Dann haben wir hier auch noch welches. Und ich würde das komplett übers große Lager laufen lassen hier. So. Also, dass wir die neue, hier, die Level 3 bauen, den Jaw Crusher. Dafür brauchen wir erstmal die, wie heißt es? Wird hergestellt robotische Fertigungsstraße, genau, die habe ich gesucht. Das heißt also, das hier können wir sowieso schon mal machen. Modul ist drin, da geht es nur um die Zeit, da haben wir schon festgestellt, weil die gelb hier markiert heißt, ne, da geht nichts. Nichts geht mehr. So, laut meiner Liste müssten da jetzt rauskommen. Warte, ich klicke es mal nicht an. Laut meiner Liste müssten da jetzt rauskommen. Wir haben die Stamp Mill. 50 Stück müssten da rauskommen. Mal gucken, ob meine Liste stimmt. Aber wir kommen nicht ganz hin. Zwischen 52 und 48. Kommt genau hin. Ja. Genau. So. Und ich wollte noch nachgucken mit euch gemeinsam, damit ihr ruhig schlafen könnt. Diese Sachen hier müssten wir bauen. Modul ist drin, gut. Und zwar hier, das müssen wir bauen für Level 4 Upgrade, ne? Ne, den hier müssen wir bauen. 250 elektrische Power, den müssen wir also hier aufstellen und dafür brauchen wir... Oh Moment, den können wir bauen. Weißt du was? Wir machen es so. Ich gehe jetzt erstmal was zu essen kochen. Und nachdem ich was zu essen gekocht habe, sehen wir uns wieder. In der Zwischenzeit stelle ich diese vier Stahlblades her und dann bauen wir die Maschine und dann können wir das heute noch machen. Dann kann ich nämlich heute Abend in aller Ruhe noch ein bisschen farmen hier und habe nicht den Eindruck, euch etwas vorenthalten zu haben. Also, Iron Saw Blade. Steel Blades. Da müssen wir nochmal eben kurz den Stahl in das Lager packen. Wo ist denn der Rest vom Stahl? Auf dem Dach oder was? Da. Nehmen wir mal den. So. Vier Stück waren das, ne? Brauchen wir die für noch irgendwelche Sachen?
Für den brauchen wir die auch. Okay, komm, dann machen wir direkt noch mehr. So 10 Stück würden wir auf jeden Fall brauchen. Was brauchen wir die noch? Ah, nur für die beiden. Okay, das heißt, wir brauchen wirklich nur 10. Genau 10. Und dann haben wir unseren ganzen Stahl auch verbraucht. Da sind wir wieder blank, da müssen wir wieder farmen. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dann machen wir das mal so. Und wenn wir noch Stahl haben, kommt er dann da rein. Gut. Also, wir sehen uns wieder, wenn das alles hier durchgeschmolzen ist. Das wird jetzt erstmal alles gejawhackt. Und dann fahre ich damit in den Keller. Und mache so viel Stahl, dass wir die passenden Rohre haben. Eisen. Und wir könnten dann hier versuchen... Das ist das moderne Upgrade, war das, ne? Genau, und das gibt ja dann nochmal 5%. Kostet allerdings dieses Composite. Also da kommen wir noch nicht hin. Da müssen wir erst die Forschung weitertreiben. Das könnte ich auch nochmal machen. Das könnte ich heute Abend machen, dass ich die Forschungsbücher mal weitermache. Genau, das wäre eine gute Idee. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier alles gesehen. Wir sehen uns wieder, wenn das hier soweit durch ist und wir weiterbauen können. Dir wünsche ich eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Empfehle das Projekt gerne weiter. Tschüss.